Heute machen wir ein bisschen anderes. Na, läuft's, jetzt läuft's. Heute machen wir mal ein bisschen anderes Selbstgespräch. Wir haben immer die zwei Seiten, dass ich zuerst einmal ganz einfach erkläre, was du bist. Ich erkläre es den Geist, der mir jetzt zuhört. Und es geht nicht um Vielwisserei, wobei natürlich es sehr interessant ist, je nach deinem Charakter, für was du dich interessierst, was für dich von Interesse ist. Du hast zuerst einmal dein Leben ganz normal zu leben und am Ende des Lebens, wenn man dann in den Knick reinkommt, wenn ich immer wieder sage, dass das Bewusstsein wach wird, wenn die Zeit stehen bleibt, meine berühmte Lichtgeschwindigkeitskurve bzw. Bevölkerungswachstumskurve, das gilt ja für alles, auch zum Beispiel für die Explosion jetzt ausgedachterweise der Rechenkapazitäten und der Speicherkapazitäten von Chips. Das geht in einen extremen Logarithmus. Ich benutze mal das Wort Logarithmus, dass hier unsere Zeitachse sich praktisch in die Transversale dreht und du fängst an, lichtgeschwind zu denken. Und das war ja so dieser kleine Bericht, wo ich gesagt habe, im letzten Selbstgespräch oder im vorletzten mit Fasten, dass Fasten, dieses keine Nahrung mehr aufnehmen, dass das Wort Fasten eigentlich ursprünglich heißt festzurren, festmachen. Dann begriff ich den englischen Begriff Fasten Seatbelt. Der Witz ist, du musst es zweigleisig sehen, wenn mir jetzt hier das Wort ZM, also ZMEM oder ZWAFMEM im Hebräischen, das heißt ja auch Fasten. Und da ist diese Erklärung mit dabei, dass es hier definitiv darum geht, dass du mit Lichtgeschwindigkeit zum Denken anfängst. Aber wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist alles hier und jetzt in einem Punkt zusammen. Jetzt macht es einen Sinn, wieso dieses Fasten zum einen heißt, ich muss von außen nichts mehr aufnehmen, weil ja alles in mir drin ist. Ich erweitere jetzt diese Symbolik. Wer folgen kann geistig, der folge mir. Wer nicht folgen kann, bleibt halt noch etwas da in der geöffneten Schöpfung. Und jetzt haben wir dieses Englische, haben wir ja das Wort fast. Fast heißt schnell. Und das Schnellste, was es ja gibt in der Physik, ist ja angeblich die Lichtgeschwindigkeit, die genau genommen gar keine Geschwindigkeit ist. Jetzt beginnt diese Schizophrenie in der normalen Gelehrten, in deiner Traumwelt. Das ist ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Die Lichtgeschwindigkeit ist definiert eine Sekunde pro Sekunde. Ich sage, was ist das für eine Definition? Es ist eine raumzeitlose Größe, die sich immer im Hier und Jetzt befindet. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit, also extrem fast bewegt, dann ist es fast Seatbelt, dann suchst du dich im Hier und Jetzt fest. Weil du weißt, dass alles nur hier und jetzt in der Transversalen aufblitzt und wieder jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und jetzt kommt das Überwinden des unbewussten chronologischen Denkens. Meine 200 Gramm rote Gnete, wo man so schön sieht, dass jede neue Form, die der Geist annimmt, im selben Augenblick die bestehende Form zerstören muss. Das ist der träumende Geist. Und jeder Wechsel passiert im Jetzt. Und diesen ganzen Spiel liegt dieses 1 durch 81 zugrunde. Und da mache ich jetzt einmal, übertrage ich einmal den Bildschirm. Und ich sage jetzt gleich, diese Selbstgespräche ist für eine, die etwas tiefer gehen. Das heißt, egal wen du dir ausdenkst, wenn du jetzt sagst, du denkst dir jetzt den Udo aus oder du denkst dir den Volker aus, der ja extrem affin ist, er macht viele, jetzt rede ich natürlich wieder raumzeitlich, viele Schriften vom Volker in den Beischriften mit drin, da gibt es auch größere Werke, dass man die Zufälle sieht, wenn er jetzt sein Leben durchblättert, dieses Lebensbuch, dass wie er zu Holofilien kommt, wie sich das aufbaut mit den Zufällen, wo du auf dem Redo seine Internetseite gehst und du stellst dann fest, du bist der 144.000. und so weiter und so fort auf der Internetseite den Klick. Das muss man dich, das muss dir einfallen, das muss dir auffallen. Viele Menschen achten nicht auf Kleinigkeiten um sie herum. Die sind so fokussiert in ihren kleinen Welt mit was wichtig ist, mit Angst machen, mit Nicht-Angst machen und vor allem mit Rechthaberei. Nichts macht dich blinder wie einseitige Rechthaberei. Das hält dich in der Unvollkommenheit fest. Dabei ist es gleichgültig, ob du in einer einseitigen religiösen Strömung drin hängst, die ja dann auch mit der Kollektion, Selektion, wenn ich sage, du bist ein Christ, frage ich, was für einer? Ein Katholiker, Protestant und so weiter und so weiter. Wenn du sagst, ich bin ein Moslem oder ich bin ein Buddhist, du hast das Spiel immer noch mal Strömungen in Strömungen in Strömungen. Aber du als Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, bist die Quelle für all die Sachen, die du dir ausdenkst.
Darum wiederhole ich auch immer gebetsmühlenhaft in den einfachen Selbstgesprächen, wie das Vorhergehende, immer nochmal, du hast es zuerst einmal mit deinen Gedanken zu tun. Mach dir doch einfach bewusst, was jetzt da ist, wenn wir von der Menschheit reden. Da ist das Wort Menschheit und deine Erziehung macht aus dem Wort Menschheit jetzt eine Vorstellung. Wenn du das magst, in der Regel betrachtest du ja eigentlich nur das Chat. Das ist das, wo ich immer darauf hinweise, wenn du mal wirklich sehr aufmerksam dich selbst, also dein Denken, deine Gedanken beobachtest, dass die meiste Zeit denkst du nur mit Worten. Du bist prinzipiell, wenn du sagst, ich gehe jetzt in die Küche. Das ist so ein Gedanke, der in dir hochkommt, dass du dir dann bei dem Wort Küche kein Bild machst und sobald du dir das Wort Küche genauer anschaust, ist wie ein Ordner, wo du reinschauen kannst. Ich erwähne das, aber jetzt haben wir ja noch eine Zeitachse, dass jetzt zum Beispiel bei dir, je nachdem wie alt du bist, in dem Ordner Küche, ich nenne das einmal zuerst meine Küche, und wenn ich sage meine Küche, gibt es natürlich auch andere Küchen, die ich nicht als meine Küche betrachte. Da kommen wir dann zu den 16 Seiten. Aber meine Küche ist ja auch nicht die Küche, an die ich jetzt denke, jetzt. Ich habe auch eine Küche früher gehabt oder noch früher gehabt. Wenn ich 2-3 Mal umgezogen bin, bis hin zum Elternhaus, die erste Küche, wo ich mich erinnere, wo ich mich befunden habe, wo ich auch sage, dann soll ich noch unsere Küche. Und das ist dieses Spiel mit den Ordnern, mit den Größen, dass dir mal bewusst wird, wie zerdenkt du bist. Und mit Holofeeling mache ich das jetzt extrem einfach, wenn man neugierig ist, dass da eine Arithmetik im Hintergrund wirkt. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Die lasse ich immer mitschwingen. Und zwar, ich nehme als allererstes dieses Selbstgespräch vom 24.11.2020. Das ist mit der Ariane. Das lasse ich mal ganz, ganz kurz laufen. Das müssen wir nur in Klammern setzen. 10, 11, 12, 13, immer weiter, immer weiter. Das ist 0,0123 in dieser Schreibweise, ist 1 durch 81. Und dann kommt dieses Spiel, dass ich jetzt aufgrund dieses kleinen Gespräches fängt unser Folger sofort an. Das ist jetzt die neue Schrift, die er gemacht hat, das zusammenzufassen. Ich zoome da bloß einmal schnell runter. Das ist jetzt, wenn ich immer sage hier, die Schreibstifte. Das fällt dir ja ein. Das heißt, ich benutze, ich ist jetzt natürlich nicht der Udo, ich habe keinen Kontakt, ich sage gar nichts. Das ist jetzt die arithmetische Wurzel. Das sind so kleine Auszüge, das habe ich sehr oft gebracht, der große Fehler der Wurzel. Da bin ich oft drauf eingegangen. Das ist die Schwierigkeit, an dem mangelt es in dem Wissen der Menschen deiner Welt. Die Mathematiker sind so erzogen, dass man zwar weiß, ein Wurzelbegriff hat 2 Seiten, nämlich plus minus. Das ist ein altes Mathematikbuch. Ich benutze jetzt das Wort Mathematik. Und da ist immer, da wird nur die Schiffstiefe ausgerechnet, das kann man sich durchlesen, wenn man will. Und da ist es das Ergebnis, das war der Filzstift, denke ich mir jetzt aus, war recht nass. Da steht also, hier ist ungefähr plus minus 75,1 Meter. Das wird über Pythagoras, wird hier die Wassertiefe ausgerechnet. Gibt es auch ein Selbstgespräch, wo ich genau darauf eingehe und das Prinzip erkläre. Wichtig ist, was hier drunter steht, die Wassertiefe beträgt 75,1 Meter. Der zweite Wert hat keine praktische Bedeutung. Das heißt, Kamera obscura denken, du musst dir positiv, dir negativ immer eine Seite weglassen. Und das passiert, sonst siehst du nichts, sonst hebt sich das im Nichts auf. Dieses Nichts werde ich dir jetzt nochmal genauer erklären. Das ist dieser Trugschluss, ist wie wenn du sagst, ich stehe auf der Spitze eines Berges, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Ich schaue mir einen Wellenberg an, die Tiefe, das Wellental hat keine praktische Bedeutung. Ich sage, ohne dieses Wellental wird es den Berg nicht geben. Und das ist eigentlich eine Erkenntnis, wo letztendlich Arithmetik beweist, dass arithmetisch beweist, dass alles sich nur in einem Punkt befindet. Das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Sache. Ich erkläre dir das bis ins Detail aus der Physik und den Arithmetikbüchern deiner Welt, die du dir ausdenkst. Und wenn ich das permanent weglasse, dieses klassische Beispiel, schau das kleine Bild an, dass diesen absoluten Mittelpunkt, den ich jetzt hier mir vorstelle, dass sobald ich nach oben schaue, ich erkläre das immer wieder, dann glaube ich unten zu sein, ich kann mich aber in die Gegenrichtung schauen, dann sehe ich unten und dann glaube ich oben zu sein. Ich bin weder oben noch unten, sondern ich bin jetzt die Mitte und das ist jetzt eine ausgedachte Mitte. Und wir denken uns jetzt zu dieser ausgedachten Mitte einen Berg und einen Dal. Ich könnte jetzt sagen These und Antithese. Und sobald du dir das ausdenkst, diese zwei ausdenkst,
müssen im Hintergrund genau gespiegelt nochmal zwei da sein. Das ist immer, wenn ich das nach unten und nach oben lang, das sind die vier Phasen im Einheitskreis, die gleichzeitig da sind. So, aber ich wollte mich nicht so in Kleinigkeiten verlieren. Ich will dir das nur mal zeigen. Das ist jetzt klassische arithmetische Spielereien, Zahlenspielereien, wobei ich gleich darauf hinweise, dass es bei Holofeeling auch nicht nur ein Pi gibt. Das ist jetzt das klassische Pi in deiner Welt. Es gibt mehrere verschiedene Kreiszahlen Pi. Die kann man unterschiedlich vollkommen arithmetisch logisch erklären. Gehe ich in der Holoarithmetik etwas drauf, weiß deine Welt noch nichts davon. Und das sind jetzt immer Auszüge aus den Offenbarungsschriften. Das ist übrigens das Schlusswort von der Holoarithmetik. Da ist jetzt also immer der Beweis, wenn ich den Namen Petscher sage, das sind die ersten Bereshit, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Da heißt es, dass wenn ich jetzt alle folgenden, die Reihe der folgenden Zahlen, und da komme ich gleich dazu, als das NP setze, das ist die Weisheit Gottes, steht hier eigentlich von rechts nach links gelesen, Petscher. Das ist dieses UP. Und ich betone immer wieder, es geht jetzt nicht um den Brösel, an den du denkst, wenn du jetzt an mich denkst, das ist nur ein Gedanke, den du dir denkst. Du bist wesentlich mächtiger wie dieser Udo Petscher, den du dir ausdenkst, weil du bist der Schöpfer jetzt von diesem Udo Petscher. Du erschaffst jetzt im Moment in dir diesen Computer oder das Handy oder was du natürlich jetzt gerade in deiner jetzigen Personifizierung zu sehen bekommst als Information. Und der Udo selbst, der blaue UB, ist jetzt eigentlich nur ein Gedanke oder ein kleines Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Und wenn du jetzt träumst, wird es von dir erschaffen. Das ist das, was die Holofeeling erzählt. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Es ist deine Information. Egal, was du denkst, ob es gedacht ist oder ob du es sinnlich wahrnimmst. Das ist jetzt der Petschaft, ist das Siegel, der Sieg Gottes. Dois Ivri nenne ich das. Das sind jetzt Auszüge, wo hier das Pi, der Mund, das sind so Kleinigkeiten, arbeitet, Folge, den du dir jetzt ausdenkst, der das geschrieben hat, das denkst du dir auch, weil in der Vergangenheit niemals etwas passiert ist, der glaubt nicht an Gott, der arbeitet für mich. So, und das ist jetzt hier das klassische Spiel vom Einig zum Unendlichen, da kommst du dann, das ist natürlich alles Wissen, das ist jetzt Sachen, wo ich sage, wenn dich das nicht interessiert, dann hast du die Reife nicht, dann musst du das auch nicht wissen. Du bist deswegen kein schlechterer Mensch. In jedem Traum hast du was anderes zu lernen. Und in einem jetzigen Traum hast du zuerst einmal zu lernen, vor nichts und niemandem Angst zu haben und dir bewusst zu machen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du jetzt erkennst, wie unheimlich viele Wissenselemente du aus dir herausholen kannst und wie viel du davon du zum Denken benutzt, dass du eigentlich nichts weißt. Das ist dieser Satz am Ende des Lebens. Ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß von mir selber und der Welt. Und dass dieses unendlich viele Wissen, das ich bis jetzt gesehen habe, ein Nichts ist im Vergleich zu dem, was noch an Wissen in mir drin ist, was ich noch alles erleben darf. Und nochmal, ich mache hier kein religiöses, esoterisches Geschwätz. Mit dieser Erkenntnis wirst du immer stiller werden. Wie willst du mit irgendwelchen rechthaberischen Idioten rumstreiten um Standpunkte? Ausgedachte Sachen, die sie sich selber ausdenken, denken wir uns jetzt zumindest, dass die sich das ausdenken. Kann ein Mensch, den du denkst, anders sein, wie du ihn dir ausdenkst? Das Wissen, das Figuren in deinem Traum äußern, die Antagonisten äußern, kommt aus dir, du als träumender Geist bist die Quelle und nicht irgendeine Welt da außen. Halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst, du bist der Punkt. So, und da kriegen wir jetzt schon im Kreis diese fraktalen Oberfläche. Ich mache jetzt je nachdem, was du Reife hast, das sind diese schönen Zeichnungen, da kannst du sagen, danke Folger. Unser Folger Harnisch, auch nur eine Märchenfigur. Aber eine sehr wichtige in dem ganzen Spiel. Das ist jetzt immer die Spiegelungen, wenn ich jetzt in Holofeeling hier die Kernfiguren, die wir uns ausdenken, die Kernarbeit, ob jetzt das hier ein Folge ist oder ein Redo ist, der genauso viel Arbeit sich macht mit den Gematrie-Explorern, mit den ganzen Programmierungen in der hebräischen Sprache. Und das sind alles von der Grundlage her, haben die Studien technisch mit dem Zeug überhaupt nichts zu tun. Es ist selbst angeeignet, sogenanntes autodidaktisch erworbenes Wissen aus sich selbst. Dann kommen diese klassischen. Und jetzt kommen wir hier schon langsam in unsere Camera Obscura. Das ist die fraktale Schriftungsstruktur. Das ist hier Spiegelhüben. Das ist unsere Spiegelkante jetzt. Ich nenne das einmal Kante, was in Wirklichkeit dann
drei Seiten sind unsere Spiegelegge. Und da merkst du jetzt schon, dass da eine arithmetische Struktur, die sich spiegelt, drin steckt. Die schauen wir uns jetzt dann etwas genauer an. Das ist dir eine auseinandergeschmissene Ecke. Das ist eine Diagonale. Da wird natürlich immer eine Hälfte wieder weggelassen. Immer Wurzel ist 1, 4, 1, 4. Da gehe ich schön im Farbenspiel drauf ein, auf dieses große Problem der Wurzel 2. Das kann man dann in vier Seiten auffächern. Ich wollte es nur zeigen, du landest dann irgendwann einmal in dieser eigenartigen Struktur von innen nach außen, dass wir praktisch was umstülpen. Das ist jetzt so ein kleiner aus diesem Selbstgespräch mit der Ariane, wenn man sich das anschaut, dass wir hier zwei Arten haben zu addieren. Wir können zuerst einmal etwas konvergieren lassen oder wir können etwas divergieren lassen. Interessant ist, dass man Convergo, das heißt zusammengeschmissen oder die Öffnung deines Intellekts ist Divergo. Gehen wir mal ganz, ganz kurz hin. Das ist also. Das ist das in sich hinein neigen, ganz eine Neigung haben. In dem Moment, wo du eine Neigung hast, sich hineinneigen in einen Punktus, in einen Punkt. Das ist Zusammenschmeißen. Alles gehört zurück in diesen absoluten Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Hinein, sich hineinneigen, sich aneignen. Und dann haben wir hier natürlich das Die, die Öffnung deines Intellekts. Das habe ich schon angezeigt im letzten Selbstgespräch. Ein Punkt, wo sich ein Fluss in zwei verschiedene Richtungen, und da ist jetzt ganz interessant, wir haben jetzt erst einmal VR. Bistabil erweckt, das V steht immer, entweder schaue ich nach rechts oder nach links, nach oben oder nach unten, schau das kleine Bild an, nach vorne oder nach hinten. Du kannst immer nur in eine Seite schauen. In dem Moment, wo ich ein Diapositiv, ein Bild anschaue, im klassischen, jetzt symbolisch ausgedachten Fotoabzug, ist im selben Moment ein Negativ irgendwo in einer Fotokammer entstanden. Dieses Auseinanderreißen, wo ich erklärt habe, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und das sind Verschieden. Ski ist ein Geschenk. Rückwärts gelegen ist Gestaltwerdung. Das ist Ver, rückwärts gelesen, Revers umgedreht, Revolvere. Rückwärts gelesen, Revolvere, die Spiegelung. Ski ist Isch, das Fleisch, das Fleisch, das Wunder der Gestaltwerdung. Und das passiert alles in Eden. Und das ist Rich. Diese Radix Rich im Hebräischen, das ist interessant. R-I-Jet, eine Unterform von Ruch. Dieses Rich ist das hebräische Wort für Geruch. Ge-E-Quadrat ist der Geist. Ruch heißt Geist. Deus Ivri. Ich betone nochmal, in der Welt deiner Linguistik, der Fachleute, die du dir jetzt ausdenkst, die natürlich nur Gedanken sind, hat die semitische Sprache mit der indogermanischen Sprache überhaupt nichts zu tun. Das widerlege ich hier mit 100% Sicherheit mit Holofeeling, dass das nicht richtig ist. Richtig. Es ist im Mittelpunkt. Alles befindet sich in diesem Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Wir nennen das Gott, andere nennen das Internet. Das hat jetzt nichts, es gibt kein Außernet. Wir haben übrigens in dem gestrigen mit dem Planet. Da habe ich das Net schon einmal, bin ich auf das Net eingegangen, in dem Wort Planet. BLA heißt ja das Wunder, das ungewöhnliche Wunder, das Rätselhaftsein. 111, das ist eigentlich der volle Wert für Aleph. Von diesem Buchstaben, der vor allem steht, das ist rückwärts gelesen ALB. Wir können ja das spiegeln, da gibt es auch dann die Finsternis noch. Wir können auch Bella schreiben oder Afel. Das wäre dann APL. Jetzt kommst du in das Krishna, in das Dunkel, in die Finsternis. Dunkel werden sich verfinstern. Du kommst da nie raus. Das kann ich jetzt aber positiv oder negativ lesen, weil das nämlich die schöpferische Weisheit ist das Licht und das schöpferische Wissen ist das physikalische Licht. Das ist die Dunkelheit. Das ist kein wirkliches Licht. Am Himmel sind zwei Lichter. Das sind aber projizierte, ausgedachte Lichter. Die sind im Atmaschwert 426, die vier Phasen des Jahwe. Und dann haben wir das Net, der Planet. N-Ed, das habe ich ja so geschrieben. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Dann landest du zuerst einmal in die existierenden augenblicklichen Erscheinungen.
Aber wir können natürlich auch hier das Sein, das absolute geistige Sein ist die Quelle für etwas immer absolut Daseinendes. Ich kann natürlich auch sagen, das Sein ist die Quelle für alle Erscheinungen, wenn ich das DAF hinten hinsetze. Diese existierenden Augenblicke, das E kann ich ja auch weglassen, ich kann nur NT machen, das E ist ein Vokal in dem Net, dann kommst du zwangsläufig wieder auf die Plus-Minus-Gag-Ebene, auf die Fläche, auf die Nulllinie, das ist das Gegebene. Ja. Du landest wieder bei dir selber. Ist, wenn man die Grundlagen nicht, kann man es nicht verstehen, aber wir machen hier mal ganz, ganz kurz weiter, ich wollte es nur ansprechen. Halt! Das kommt von konvergieren, divergieren, das sind jetzt die zwei Richtungen, wo es auseinandergeht. Merkst du, in der Sprache ist eine absolute Physik mit drin. Und du hast dann immer die Wasserscheide. Die Wasserscheide ist, dass du definitiv den Wellenberg und das Wellental scheidest. Das Wellenberg, nenne ich jetzt einmal, ist etwas Daseinendes, blau gelesen. Das Wellental ist das Nichts im Hintergrund dazu. Das Negativum. Das ist die Divergenz des Wassers. Hm. Und das ganze Vergo kommt von Vergo. Da kommen wir jetzt gleich. Und da hast du jetzt hier das wieder sich wohin neigen. Wohin neigst du dich? Nach innen oder nach außen? So, das bin ich. Mene Degel Ufasin. Insider verstehen mich. Das ist es. Ich wiege ab. Bist du es schon wert, aufzusteigen in eine höhere geistige Ebene? Es hat nichts mit intellektuellem Wissen zu tun. Nochmal. Es geht nicht darum, du musst nicht Hebräisch lernen, Physik lernen. Du musst lieben lernen. Einverstanden sein. Fordere dein Wille geschehe. Nicht irgendeinen Gedanken, den du jetzt träumst, der von dir gedacht wird, vorwerfen, dass er so ist, wie du ihn dir ausdenkst. Das ist die große Erkenntnis, was du in dem Leben zu lernen hast. Ich sage immer, du hast zuerst einmal zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Du hättest nämlich Angst vor einem Gedanken, den du denkst, den es ohne dich gar nicht geben würde. Und du musst auch keine Erdkugel und keine Menschheit am Leben erhalten. Was ist die Menschheit jetzt? Es ist hundertprozentig sicher ein Gedanke, der schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Es ist ein sinnloses Unterfangen, was Existierendes am Leben erhalten zu wollen. Es geht letzten Endes darum, dass du begreifst, was du selbst bist und was vergängliche Existenzen sind. Du wirst es niemals einen Gedanken von dir erklären können. Da steckt auch hier, es wendet und es dreht sich ständig. Da kommst du dann zur Entropie. N innen ist der Tropos, ist der W-Endepunkt. Der ist innen. Entropie heißt Wendepunkt. Schau mal, was in deinen Physikbüchern drinsteht, wie dir das erklärt wird. Das ist ganz einfach hier. Dieser in dir ist ein doppelt aufgespanntes Ende in einem Punkt. Das, was wir uns jetzt natürlich ausdenken, und in dem Moment ist dieser ausgedachte Wendepunkt schon wieder was Existierendes. Sich R weckte SDR-Ecken. Immer wieder die Ecken. Ihr wisst, ich habe es mit den Ecken. Das lassen wir jetzt aber gut sein. Ich wollte das nur mal angesprochen haben, wie komplex das ist. Wir konvergieren oder wir divergieren. Das heißt, wir laufen auseinander oder wir laufen zusammen. Beides ist aber letztendlich unter dem Baum miteinander verbunden. Es ist nur eine Spiegelung. Jetzt erwähne ich nur genau genommen, wenn du jetzt die Reihe der natürlichen Zahlen hast. Aber wir schauen uns kurz dieses Dokument an. Vielleicht wird es unsere Folge etwas erweitern im Hier und Jetzt noch mit dem, was er jetzt neu von mir dazukriegt. Das wird auch in den Offenbarungen erscheinen, wenn das soweit ist. Und jetzt kommt dieses berühmte 1 durch 81. Das sind immer so Kleinigkeiten. Das ist das Konvergieren, wenn wir in diese Richtung schauen. Er hat jetzt das sofort erweitert. Ich habe das nur in dem Selbstgespräch mit der Ariane angesprochen. Das ist zum Beispiel so eine Kleinigkeit, wenn man das macht. Das ist dieses, halt, dieses Selbstgespräch. Da spreche ich das an. Wir können da ganz kurz einmal reinfahren. Da kommt dann, da tauchen dann irgendwann einmal auch die Bilder an. Das sind so Kleinigkeiten, das ist aus dem Farbenspiel. Da gibt es auch zwei verschiedene. 3, 4, 5, 6, 7 in dieser komischen Schreibweise ist. Das ist also hier,
dass er sofort reagiert und sich eigene Gedanken macht. Das ist das, was ich mir von dir wünsche. Und wenn du die Reife nicht hast, musst du halt die Demut haben, dass du sagst, ich bin noch ein kleingeistiger Hosenscheißer, was mir wichtig ist, aber ich bin Geist, ich bin ein Gotteskind. Es ist doch keine Schande, wenn man in die Windel macht als normaler Mensch. Ich sag, der Säugling ist genauso ein Mensch wie Erwachsener, er ist bloß noch nicht reif, er hat von dem jetzigen Leben, das ist wie eine Fahrschulprüfung, wie eine Schulklasse ist, die man durchlebt, wo man ganz bestimmte Sachen lernt. Er muss erst einmal lernen, nicht mehr in die Hosen zu scheißen. Das ist das, was ich immer wieder darauf hinweise. Du musst einen Zustand kriegen, dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast, schon gar nicht Angst hast, dass sich dein Körper auflöst oder dass du was verlierst. Was du dir ausdenkst, beginnt aus dir heraus in dir zu existieren. Aus dem absoluten Mittelpunkt kriegst du eine Information, die kannst du jetzt anschauen. Das ist eine Facette von uns, von dir selbst, von uns Geist. Ich bin du und du bist ich. Und es fällt wieder in dich rein. Das heißt, in dem Moment, wo du was nicht denkst, wo sich was auflöst, kriegst du es zurück. Aber du kriegst etwas zurück, was genau genommen gar nicht aus dir herausgenommen wurde. Das sind nämlich nur Spiegelungen. Die Spiegel, die du hier siehst, befinden sich nämlich in dem Punkt, in dem Spiegel. Und da wir das jetzt spiegeln müssen, die zwei Seiten, die wir hier aufmachen, über drei Achsen, kriegst du praktisch hier diese Kamera obscura und das ist der Punkt, wo sich das alles spiegelt, wo sich alles befindet. Das schauen wir jetzt dann gleich genauer an. Da gehe ich ganz rudimentär in den Selbstgesprächen drauf ein. Das ist hier erweitert. Das ist jetzt der Spiegelpunkt, wo alles in einen Punkt konvergiert. Nicht in einer gewissen Entfernung. Das ist eine gespiegelte Z-Achse. Denk an den Spiegeltunnel. All die Spiegel und die Lämpchen, wenn wir von oben drauf schauen, nach der dritten Drehung, sind in der Mitte. Longitudinalachse, Drehen, Transversalachse, Z-Achse. Es befindet sich immer alles hier. Nicht da oder da. Das, was du hier denkst, hier in dem Zentrum denkst, ist nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft. Du denkst es jetzt in die Vergangenheit oder jetzt in die Zukunft. Dann drehen wir, machen wir Vergangenheit und Zukunft weg. Du rechnest jetzt was hoch oder du holst was aus dir heraus, aber es ist jetzt. Und jetzt drehen wir das nochmal und dann hast du diese Z-Achse, die genau genommen dann, wenn du von oben drauf schaust, in einem Punkt zusammenfällt. Und dann läuft es hinter dir natürlich automatisch, werden jetzt die Ringe hinter dir immer größer werden. Denken wir uns jetzt. Es ist auch hier. Und das schauen wir uns jetzt genauer an, diese Reihe, das 1 durch 81 ist ein Neuntel durch ein Neuntel. Und es gibt jetzt hier die Einsen, aber das ist nicht ganz richtig. Uns fehlt nämlich eine Basis, das erwähne ich hier nicht. Das zeige ich dir jetzt dann gleich. Das kann man natürlich jetzt vielfältig darstellen. Da gibt es jetzt viele Anschauungsmöglichkeiten. Das ist jetzt die Riemann-Flächen. Das wäre jetzt viel zu komplex, dass ich darauf eingehe. Man muss sich zuerst immer aneignen, was sagen die Fachleute in meiner Traumwelt und dann machst du das mit Holofeeling heil, weil das alles zerdacht ist. Das sind so alles bildliche Darstellungen. Da fängt man an, geistreich zu denken und es verschmilzt alles in einer extrem einfachen Erkenntnis. Ich bin ein träumender Geist und ich bin der Computer, der mit einem Programm Bilder aufschmeißt. Und das Computerprogramm ist Holofeeling. So, und jetzt schauen wir uns das einmal nochmal mit dem Divergieren an. Das lassen wir hier ganz kurz einmal laufen mit Worten. Das ist jetzt hier irrationale Zahlen. Einfach zuhören. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen wie Pi und E, lassen sie sich nur durch die unendliche Folge ihrer Dezimalstellen beschreiben. Mit anderen Worten, sie sind für uns völlig unerreichbar. Und hier endet unsere Wanderung. In einer unendlichen und dunklen Höhle, in der fast alle Zahlen umherschweben. Unbekannt und unzugänglich für immer. Sagen wir, wir sind fast am Ende unserer Wanderung. Denn auch in die abgelegensten Grotten wagen sich manchmal mutige Höhlenforscher. So, und du musst jetzt so ein mutiger Höhlenforscher sein, wenn in deiner jetzigen Welt das Interesse sich verlagert auf die Arithmetik. Und jetzt kommt natürlich, ich erzähle dir jetzt etwas. Jedes dieser Worte alleine beinhaltet das komplette Wissen. Ich benutze gern das Beispiel auch vom Hologramm. Die Hologrammplatte erkläre ich jetzt nicht nochmal, nur so viel, wenn du eine Hologrammplatte nimmst, befindet sich an jeder Stelle eigentlich immer alles. Das ist wie wenn ich sage hier, du bist in einem unendlich großen Raum, dann ist jeder Punkt in einem unendlich großen ausgedachten Raum der Mittelpunkt von dem unendlich großen Raum. Wenn du dich auf einer unendlich großen Fläche befindest, befindest du dich, egal wo du dich befindest, in der Mitte dieser Fläche. Und wenn wir uns jetzt nur eine Strecke, eine Linie, eine Strecke,
denken. Bist du, egal wo du dich befindest, immer die Mitte von der Strecke, weil es geht in die Richtung unendlich weit und in die Richtung unendlich weit. Und jetzt schauen wir uns bloß einmal das Wort Grotte an. Und du wirst dich wundern, wir können das jetzt natürlich hebraisieren, da ist zum ersten Mal eine künstliche Felsenhöhle. Jetzt ist natürlich, dass wir wissen, dass der Fels, die Facette von L, dass wir hier zwei Wörter haben, wir haben den Felsen, das ist im Hebräischen Zur. Die Geburt einer aufgespannten Berechnung. Das ist jetzt ganz einfach blau gelesen. Schauen wir mal, bist du noch dran? Ja. Ja, ja. Das ist einmal der Fels. Blau gelesen ist es praktisch hier die zeitliche, vergängliche Geburt einer aufgespannten Rationalität, ZUR. Es ist aber rot gelesen, der Geburtsgeber, der verbindet alles in seinem Kopf. Und dasselbe Wort hast jetzt auch, der Fels ist ein Zuformwerden, ein Einschließen in sich selbst. In dir ist eine Form eingeschlossen und diese Form ist eben. GE Quadrat wird zu einer polaren Existenz. Ben, diese polare Existenz ist definitiv Wellenberg und Wellendal. Wir können das auch Sohn nennen, der Sohn, aber das ist der Adam und der ist segewinnig Körper. Das heißt, der ist träumender Geist, Denker und Ausgedachtes. Und er gibt jetzt sich selbst, der 200 Gramm Ruten jede, eine Form. Das ist einmal hier der Fels. Jetzt haben wir aber hier als zweites noch, der Felsen ist eine Formwerte, das machst du in einer Höhle. Denk an die Z-Achse. H wie H. Ö ist ja H wie H, das ist Jahwe. Ja. Und das Le heißt auseinandergeschmissen. Dieses H, O, H, das haben wir jetzt schon kreisen mit zwei Pünktchen drüber. In dem H wie H, das ist deine Gegenwart. Du besitzt eine Gegenwart. Gek, 3-3, heißt Dach, das Ausgedachte. Schau das kleine Bild an. Mhm. Und 33 heißt Welle. Das Ganze ist ein todbringendes Verbrechen. Tod, nicht nur negativ lesen. Das hebräische Wort für Tod ist MOT. Das heißt eine gestaltgewordene, aufgespannte Erscheinung. Diese gestaltgewordene, aufgespannte Erscheinung ist das erweckte polare Existenzen. Sterben, das ist auch der Tod, das Totenreich. Total, der tote Schlaf. Wir können das Tod nämlich auch hier, ich werde Zeuge bis Ewigkeit, heißt es, wenn wir das umsetzen. Ich gehe jetzt da gar nicht so weit. Jetzt ist der verborgene Wert die 52. Das ist Ben, der Sohn. Der Sohn in einem Todesschlaf. Die 52 ist Ben. Und du fällst in einen Todesschlaf. Jetzt haben wir natürlich dieses TOT, sind zwei Spiegel. TOT, das sind die Erscheinungen oder die Spiegelungen, die um dich rumkreisen. Und du bist im Zentrum. Und dieses Zentrum, wir können das Tod natürlich auch so schreiben, das ist jetzt T, da machen wir jetzt eine U, eine 70 und eine D und jetzt kriegst du hier eine ganz eigenartige Sache, damit den Tod. Das heißt, das erst einmal hier, das Dasein, die Quelle ist immer geschlossen. Da kriegst du ja ganz eigenartige Zahlenstrukturen, da kriegst du die 13, die Liebe oder das eine Kind. 13, 44 hast du das eine Kind, das liebende Kind oder die Heilung des Kindes. Und wenn ich jetzt dieses T als Vorsilbe, als Imperfekt lesen, landest du dann hier, du wirst ein Zeuge bis zur Ewigkeit. Das ist T ist Imperfekt, du wirst, du kannst, du sollst. Und et, OD jetzt gelesen, ot, das ist die dauerhafte Ewigkeit, in Ewigkeit leben. Da ist der Thron, um den die 24 setzen. Es ist immer natürlich auch negativ die Berechnung einer Beschwörung, die du um dich herum ausstreust. Im Meer ist es plötzlich F-Ort, ist eine Facette, ein Facettenort. So muss man das lesen. Das ist übrigens das griechische Wort et, ist also auf Griechisch ist es Aion, was von weltlichen Gelehrten mit Ewigkeit und so weiter, wir können uns das gerne mal anschauen, übersetzt können. Es ist aber, darin steckt Aio, das bedeutet wahrnehmen, empfinden. Das ist im Neuen Testament hast du hier Aion, die Äonen. Da wird immer im Neuen Testament wird von Äonen gesprochen. Die Lebenszeit, das Leben, die ewige Dauer. Das ist also hier und dieses Aio Einzeln,
Das heißt, Hören, Wahrnehmen, Bemerken, Fühlen, das Hören, das Wahrnehmen, das Bemerken und Fühlen einer Existenz, das macht dein Leben aus. Das N ist die Existenz. Das war dann auch lange Zeit die Ewigkeit. Das ist in Ewigkeit. Die Ewigkeit ist jetzt. Ewigkeit ist nicht etwas, was sich von der Vergangenheit in die Zukunft erstreckt. Das ist ein ewig dauerndes, ewiges in der Z-Achse, in einer Spiegelachse, in die Länge gezogenes, im Meer währendes, hier und jetzt. Das ist das Spiel des ewigen Lebens. Das ewig Lebende. Aiono Bios, der in sich selbst seine eigene Ewigkeit erzeugt. Darum erwähne ich immer wieder, Holofeeling ist ein Sprung in ein vollkommen neues Wissen. Wo war ich denn jetzt? Ach, bei der Grotte. Wir sind immer noch bei der Höhle. Das HWH. Das ist also nur die Höhle, dieses HWH im JHWH. Das hast du hier. Und jetzt schau mal, was da steht. Die Grotte. Wir können jetzt das natürlich dann auch noch GR, der Reisende, der in der Fremde übernachtet. Eine Felsenhöhle von geringer Tiefe. Wie tief ist eigentlich der Spiegeltunnel in der Tiefe, wenn du in die Tiefe der Z-Achse schaust, wenn du dir bewusst dich jetzt erhebst und du weißt, das sind zwei Spiegel und ein Lämpchen. Das Lämpchen ist der eigentliche Rai, der Kopf des Schöpfergottes. Das ist das Licht, die Lampe im Projektor. Ja. Kannst du dir vorstellen? Ja. Zwei Spiegel hüben und drüben. Und genau. Das Lämpchen, wo ich sage, das ist eigentlich der mittlere Spiegel. Ja. Und jetzt wird es ganz interessant. Das ist eine künstlich angelegte Mal von Gott erweckte Ische. Ische ist Asha. Das ist die Frau. Das ist die Ehefrau. Das ist deine Gattin, das Weib. Sicher wie Nekaba. Ja. Das heißt nämlich, dieses Nekaba, der Adam ist Seger. Wir schauen uns das nochmal an. Vers 26, 27. Das ist hier zuerst einmal ER-Quadrat. Ich und du, wir sind eins. JCH, der vom Bücherregal steht, und du, der du jetzt dich erlebst als eine Person in einer ganz speziellen Traumwelt, sind Erinnerung, eine Erinnerung. Du fängst dich jetzt an zu erinnern, was du bist und was deine Gedanken sind. Dieser erweckte Blaugelesene, er fängt jetzt an, in einen Wahn zu leben, könnte ich auch sagen, weil er sich verwechselt mit einem Gedanken von sich selber. Geh denken, das ist die klassische geistreiche Übersetzung, heißt eigentlich, ich sage immer einfach nur Denker, das ist der Rode, der Mann. Er denkt an etwas, im Gedächtnis behalten. Das ist das Männliche, das Maskuline. Der Adam ist zum einen der Denker, der sich wieder erinnert, was er ist, wird hier schön beschrieben, das Männlicht, das Mannlicht, das ist das geistige Licht. Das ist Energie in der Einstein-Formel. Ob wir sagen Energie oder Licht, das sind nur Symbole in Rot gelesen für dieses eine, die 200 Gramm rote Knete. Und dann haben wir Nekaba, das ist das Weibliche, das schreibt sich zuerst einmal eine existierende Affinität. Die wird polar. Eine existierende Polarität, die Existenz, eine Affinität, hier affin, AFF. Zwei Facetten, die Schöpfung sind immer zwei Facetten. Außen, innen, polar, außerhalb, polar. Das ist das, wenn ich so mache. Das ist außerhalb. Im selben Moment entsteht ein innerhalb polar. Und das ist jetzt interessant, das ist ein Loch. Das Loch aber wiederum, wenn wir jetzt eingehen, du wirst feststellen, das ist die Lebensflüsse. Das sind auch die Tafeln. Das ist die Grundradix, ist Lach. Ja. Chat, das ist eine Lichtkollektion, das ist die Frische, die Lebenskraft, die Frische ungebraut. Und wenn wir da ein Loch draus machen, jetzt kriegst du die Tafeln, das sind die zwei Tafeln, die wir brauchen, hier mit meinen 10 Geboten. Kapelle, Tafel. Da haben wir wieder eine blanke Bella, das Wunder NKE. Die Platte Bella von TT 400, 400 ist Pi, das Wunder von Pi. So. Und da haben wir noch ein Haar hinten dran. Und jetzt wirst du was ganz Eigenartiges feststellen. Der Eide, Entschuldigung, muss ich es nochmal neu eingeben. Da haben wir also die zwei Sachen. Und jetzt haben wir die Höhle. Das ist das Weibliche. HWH, das auseinandergeschmissen wird. Das heißt auch ein unterirdischer Gang. IRD, unterirdisch. Das ist, du steigst über den Jordan, du gehst hinab in die Traumwelt, wo Milch und Honig fließen.
dieses Milch, Choll, die weltliche Polarität, die weltliche, wo alles vergolten, wo alle vor Angst zittern. Da haben wir jetzt die Milch, Choleb, das ist das hebräische Wort für Milch. Du Säugling, erzeuge dir, saugst dich an der Brust, an den Schadim, der Schadai, an den Dämonen, an den dämonischen Wissen deiner Mitmenschen voll und lebst dann in deiner Traumwelt, die du geistlos nachplapperst. Merkst du, wie jetzt Physik, Arithmetik, alles in eins zusammenfließen? Ja. Ganz kurz, und dann lassen wir das gut sein, das ist malerische Höhle. Wie sie in der Gartenarchitektur, das ist der Garten Eden, Architektur, seit der Renaissance üblich sind. Jetzt denken wir uns natürlich schon wieder Vergangenheit aus. Das italienische Grotta heißt die Höhle der Wall. Es beruht auf, oh, welch ein Wunder. Siehst du den? Ja. Da haben wir CR, UP und TA. Wir wissen, das heißt, ist ein Wachraum. Die erscheinende Schöpfung ist ein Wasser. Und C und R, diese zwei Sachen findest du definitiv, wenn wir jetzt umformen, die Einstein-Formel und die Kreisformel. C Quadrat, R Quadrat. Will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, was genau, ich sage immer, die Einstein-Formel ist eigentlich nur die Kreisformel. Ja. In der Urform. Das ist ein gedeckter Dank, kommt vom lateinischen Krypta, von Krypta, Y ist gleich U, das ist GE, öffnet einen Eckengang. Es ist ein Spiel von Ecken. Ich strecke eine Ecke. So, das lassen wir jetzt da mal gut sein und jetzt machen wir hier eine Verbindung von dem ganzen Zeug und zwar springen wir hier in die Mathewelten nochmal rein, zuhören. 1933 ja. Erfindet... 1933. 1,9 wissen wir, ist die göttliche Spiegelung und 33 ist die ausgedachte Welle. 3,3, 33. Ja. Die göttliche Spiegelungen sind die ausgedachten Wellen. Das ist das hier. Ja. Und 1933, hör zu, der englische Mathematiker David Champernowne, der schreibt sich übrigens so. Und jetzt sieht es aus, der nennt diese Dezimal, die Champernowne-Zahlen schreiben sich groß C 10, C 10, Cent, Zentrum, Cent, Zentrum, 10. 10 ist der kleine Gott. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, das ist dieses Spiel. Man kann das ein bisschen komplizierter schreiben, muss man jetzt nicht unbedingt wissen, was das bedeutet. Ich mag es dann wieder ganz einfach. Das sind Kettenbrüche, da ist natürlich jedes dieser Worte ist natürlich schon ein Kettenbruch, ist interessant, da steht nämlich Beruch im Geist, beziehungsweise in den vier Weltgegenden. Ja. Oder BR, das Äußere sind immer aufgespannte Kollektionen. BRU-Chat. Das ist eine quadratische, irrationale Zahl. Wenn wir hier jetzt reinspringen, da wäre jede Kleinigkeit, da geht das Spiel schon wieder los. Das hier, das Zeichen, lernst du in der Schule, wenn du Mathematik gelerntes Wissen, das heißt Plus oder Minus. A ist Plus oder Minus Wurzel B. Nein, es ist Plus und Minus gleichzeitig. Und das schauen wir uns dann gleich nochmal genauer an. Das ist der große Fehler, dass man immer eine Seite weglässt. Ja. Das ist, du musst wissen, wenn du was anschaust, gibt es ein Gegenteil dazu. Wenn du gesund bist, ist es im selben Moment auch, bist du auch krank, weil du zwangsläufig gesund und krank entstehen mit dem Gedanken an deinen Körper. Wenn du nicht an deinen Körper denkst, bist du heil. Wenn du jetzt sagst, ich atme jetzt ein, du kannst auch nur jetzt ausatmen, aber du sagst, es ist ja jetzt nicht. Das ist da, wenn du die Zeit zusammenschiebst, weil du immer dieses Problem hast, dass du den Wellenberg, zuerst kommt der Wellenberg und dann kommt es da. Jetzt ist es hell, jetzt ist es dunkel. Ich erkläre das immer wieder und du vergisst es. Jetzt geht es mir gut, hoffentlich bleibt es so. Lebendigkeit erfordert den Gestaltwechsel, aber das kommt nie chronologisch nacheinander, sondern es ist ein Pulsieren in dem Kreisen. Und der bewusste Geist in der Mitte vergisst nie, was er selbst ist und was seine Gedanken sind, die er anschaut. Okay? Ja. Das ist jetzt hier, da wird es jetzt sehr komplex. Ich habe dir das, und da springe ich jetzt ganz kurz einmal hier rein, was ich in Holger heute diesbezüglich geschickt habe. Und nachher gehen wir mal, dann machen wir das wieder einfacher. Dann mache ich jetzt den Chat kurz auf am Folger. Den habe ich hier gesagt, ruf mich an für dieses Selbstgespräch. Er hat also hier diese neuen Erkenntnisse geschickt und dann habe ich das rausgezogen. Das ist einmal ganz wichtig, dass er stammt mit der Kampanon-Zahl C10, Cent,
nochmal 10, 10, schon auf 186 Stellen nach dem Komma über. Was auch immer das jetzt bedeutet. Sehr komplex, wichtig ist die 186 und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Das ist erst einmal die 186. Blau ist das hebräische Wort Kofi Affe. Die schreibt sich einfach Q, der Affe, UP. Das ist jetzt der, den du dir ausdenkst. Ja. Aber ganz so blöd, wie ich manchmal mich darstelle, bin ich in Wirklichkeit gar nicht. Ich bin das wirkende Licht. Der rote UP. Und das haben wir jetzt hier ein affin aufgespanntes Wissen. Ein geistloser Affe. Ein Gedanke ist kein Geist. Ein Mensch, den du dir ausdenkst, egal an wen du denkst, auch wenn du an dich denkst, das ist eine Information eines Geistes. Der Geist selber, das ist dann der rote Mensch. Kopf rot gelesen ist UB. Ein Gotteskind, ein Geistesfunk. Und der ist letztendlich JCH. Bloß nicht mehr in der Form, dass er das ganze Wissen gleichzeitig hat in einem riesengroßen Chat, der vor dem Bücherregal steht, derjenige, der alle Bücher nicht nur gelesen, sondern auch selber entworfen hat, die zwei Seiten. Denk an den Autor und den Leser dessen, was er sich selber ausdenkt. Du kannst immer nur das auflesen, was du selber ausgesät hast. Im Geist verbunden die absolute Weisheit. Wir können natürlich jetzt die 100, ich mache jetzt, es gibt viele 186 Werte, ich habe jetzt einen raussucht, weil der treffend ist. Der äußere Wert 186 ist ja der Affe, der UB. Wir haben aber hier auch den Pyramidenwert 434. Soll ich es dir nochmal einspielen? Das ist letztendlich der große Schlüssel für alles. Ja. Das ist der große Schlüssel für alles. Da hast du den Magier, das Imaginäre, den Zauberer, blau gelesen, die Geburt von Beschwörungen der Zaubermeister. Das kann man natürlich spiegeln. Dieses Wort, das ist jetzt nur, hier steht jetzt nur von rechts nach links, so wie es da steht, 4-3-3-4 heißt Jupiter und der Glücksgott. Gespiegelt ist es der Fisch. Ein mystisches Zeichen. Ein geistiger Bruder. Die 43. Primzahl ist 181. Das spiegeln wir jetzt um diese Kollektion 1-1. Blau ist Aleph, Rot ist Aleph. Das ist Gott und ich UB als Mensch. Die 43. zusammengesetzte Zahl ist 62, gespiegelt 26. Immer diese Spiegelungen. Und das 43. Palindrom 3-4-3, das spiegel ich jetzt extra so hüben 3 und drüben 3, wobei interessant ist, dass unsere 3 ja im Griechischen dann hier ein Distelta, die 4, die rote 4 nenne ich das immer. Dann zeige ich dir diese Filme. Da gibt es keine Zufälle. Da außen gibt es keine, die irgendwie Filme gemacht hätten, unabhängig von dir. Du träumst, es kommt aus dir. In diesen Filmen beschreibe ich dir Zeitumkehr, ständige Spiegelung, vorwärts und rückwärts laufen gleichzeitig. Dieses große Springen durch Zeitalter, Spiegelungen. Du erlebst dich als Jungen, du erlebst dich als Alter, du erlebst dich als andere Menschen. Ich kann immer nur darauf hinweisen, Holofeeling überragt das Wissen deiner Welt um geistige Welten. Alle Religionen werden in eins gemacht. Das heißt, du glaubst an nichts Falsches. Dein Glaube ist falsch. Faller kommt von Falle. Dein Glaube ist eine Falle. Aber es ist nicht falsch. Falsch ist die Falle. Du musst es vervollkommnen mit den ganzen anderen Sichtweisen, mit den anderen Perspektiven. Du wirst erst dann wissen, was eine Küche ist. Wenn du wirklich weißt, wieso ist die eigentlich da und was ist da alles drin? Und was, für was ist die Küche da? Zum Kochen von irgendetwas. Das führt dich dann in die Magie. Magairos heißt der, die Kochkunst versteht, der unendlich viele Zutaten sowas vollkommen neu zusammenmischt. Wir können das auch in einem gewissen Maß göttliche Chemie nennen. In der Chemie passiert nichts anders. Ganz grob. Und das ist jetzt diese Radix mit dem Wert 186 rot. Das ist UP, die verbundene Weisheit und ein augenblickliches Licht. Oll heißt das Hochgehobene, das Joch. Die Gedankenwelle, die du, die augenblickliche physikalische Licht, eine Gedankenwelle, die du dir ausdenkst. Und ich habe dir das jetzt speziell geschickt. Und er wird, er ist wir, ich und du. Jetzt könnte ich sagen, der Udo und der Volker machen das. Der Udo erklärt dem Volker was und der Volker macht sich eigene Gedanken und schreibt es nieder. Aber was ist der Udo jetzt und was ist der Volker jetzt? Das sind ausgedachte Affen. Und wer denkt sich die aus? Du. Und wer lässt dich das denken? Ich. Dieses Ich und Du ist JCH und ich selbst,
in der Verkörperung von dem, an den ich jetzt denke, wenn ich an mich selbst denke. Sonst denk einmal an dich selber, dann bist du der, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anschaut. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Das ist das, was ist. Darum habe ich dir das heute Morgen geschickt. Das war die Kleinigkeit. Und jetzt mache ich eine kleine Tafel auf und jetzt verknüpfen wir das alles. Da ist nämlich ein Witz dabei, schau. Ich sage immer, ein Neuntel mal ein Neuntel ist dieses 1 durch 81. Und ja, das ist 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Ja. Diese Cumberland-Zahl. Seltsame Zahl. Man erhält sie, indem man die unendliche Abfolge natürlicher Zahlen aneinanderreiht. Diese seltsame Zahl ist irrational und transzendent. Aber auch das, was der Mathematiker Jean-Paul Deley als universell bezeichnet. Sie enthält alle möglichen endlichen Folgen von Ziffern. Alle Zahlen, die nicht unendlich sind, sind in der Champernownzahl enthalten. Spätestens seit der Erfindung von CD und DVD wissen wir... Du weißt, ich sage, du bist ein träumender Geist, oder wir können auch sagen, du bist ein Computer. Und die Zahlen, die du hier hast, an der letzten Substanz sind plus 1 und 0. Bündchen und Strichchen. Ich erzähle dir was. Und in diesen Riesen unendlich, das Wort unendlich musst du zuerst wissen, unendlich ist wie die Ewigkeit, einfach nur ein Gedanke, eine Facette, die du jetzt denkst. Dass sich alle Informationen in eine Zahlenfolge übertragen lassen. Eine universelle Zahl enthält somit alle geschriebenen oder noch zu schreibenden Bücher, alle Filme, alle Bilder und alle Lieder des Universums. Also, diese Zahl enthält alles, was prinzipiell jemals geschrieben, gedacht wurde. Es ist in der Vergangenheit nichts gewesen. Und was noch passieren wird, ist jetzt, das ist die eigentliche Datei, wo alles beinhaltet, bis 1 durch 81. Eine ganz einfache Erkenntnis, wie das entsteht, wenn man das wirklich weiß, wie es entsteht. So, und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Das beginnt aber nicht bei 1 durch 81, sondern genau genommen beginnt es bei 1 Drittel Quadrat. 1 durch 3 ist 0,33333. Und wir wissen, die Reihe heißt geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel. Mal auf der anderen Seite geöffneter Spiegel, geöffneter Spiegel. Und die wiederum werden jetzt zu Spiegelungen. Ein Neuntel mal ein Neuntel ist 0,11111. Du hast es hier übrigens schon. Da fahren wir jetzt nochmal zurück, wenn ich es finde. Ich hoffe auf die Schnelle. In der Mutation gehe ich, ich beschreibe das ja nur ganz einfach, hier in der Mutation. Jetzt ist natürlich, jetzt müssen wir ein Licht damit einflechten. Das wird hiermit erklärt, dass wenn du das jetzt aufzählst, diese Reihe, dass das jetzt das da mal 111 ist, wieso gibt es diesen komischen Wert, wenn man das klassisch untereinander schreibt? Wenn ich das mit der Hand, wie du mit der Hand, wenn du dich noch erinnerst, mit der Hand multiplizieren, 0,11111 mal 0,111 gibt untereinander geschrieben eine eigenartige Reihe. Das verschiebt sich ja immer um eine Stelle, dann ist 0,0001, bla 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 bla. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist Kindergartenzeug. Wichtig ist zu wissen, dass diese Zahlenreihe, und das lernen wir bei Plichter, dass das immer Quadratzahlen sein müssen. Du darfst nicht zählen 0,123, sondern genau genommen ist es einmal ein Quadrat. Okay, es ist dann 2 mal ein Quadrat. 3 mal ein Quadrat, 4 mal ein Quadrat. Stell dir mal vor, du hast ein kleines Maßband. Schau unten hin, ein ganz normales Maßband. Das habe ich so oft gesagt. Und wir gehen jetzt einmal hier nach außen. Diese Zahlen, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Dann ist hier in dem Maßband, du machst die 1, 2, 3, 4. Und wenn wir das uns die 1 jetzt, 1 cm auf 1 cm, der Maßstab, oder das Maßband ist einen Zentimeter breit, stellen wir uns das vor, dann ist der erste Zentimeter ist ein Quadrat. Der zweite Zentimeter bis hierher sind zweimal ein Quadrat. Der dritte Zentimeter sind dreimal ein Quadrat. Viermal ein Quadrat, fünfmal ein Quadrat. Kannst du folgen? Ja. Folger kann auf jeden Fall folgen mit seinem Programm. Also ich mit dem Folgerprogramm kann mir folgen, mit dem Udo-Programm kann ich mir auch folgen. Kannst du mir, du Geist, dir mit deinem jetzigen Programm, das heißt mit dem Intellekt, den du jetzt zum Denken benutzt, folgen. Das ist ganz einfach. Das heißt, die 1 ist eigentlich 1 Quadrat und der zweite Zentimeter dazu ist dann zweimal ein Quadrat.
Der dritte Zentimeter dazu ist dreimal ein Quadrat. Und wir wissen jetzt immer wieder, wenn du Quadrat hast, ist es Plus und Minus. Wir brauchen immer ein dazugehöriges Minus. Das heißt, diese Filmspiegelungen wird jetzt die Reihe ein geöffneter Spiegel, die Reihe 3, der erste Spiegel, der zweite Spiegel, der dritte Spiegel, der vierte Spiegel, der fünfte Spiegel, Hüben 3 und Rüben 3. Das sind dann Spiegelungen von Spiegelungen in der 81. PI ist die Weisheit Gottes, des Schöpfers. Haben wir dann 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt ist es ganz interessant, wenn du das in den Taschenrechner eingibst, fällt die 8. Ja. Halt, einen Moment. Dann machen wir jetzt ganz, ganz einfach. Wir machen jetzt in dem Spiel 81, 1 durch. Schau mal, was da steht. 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 0, 1, das ist durch die Rundung in dem Taschenrechner. Die Ungenauigkeit ist hier, dass die 8 fällt. Es fällt in dem klassischen Denken die 8, die Kollektion, weil die Kollektion im Hintergrund existiert nicht, wenn du an den Herd denkst. Dann ist die Küche, es kommt aber aus dieser 8. Ja. Wenn wir diese Schreibweise machen, wenn wir das mit der Hand aufaddieren, untereinander geschrieben, dann wirst du feststellen, das gehe ich jetzt, normal weiß man das, wenn man ein bisschen Bildung hat, ist es so, dass hier das 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann in Klammer 11, 12, 13, 14, 15. Wenn wir jetzt diese Chamberlain-Zahl hinschreiben, das ist ja das Klassische, was er hier macht, ich hoffe, ich habe sie noch offen, schau, dass jetzt hier, wir schauen das uns einmal an hier oben, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann schreibt er die 11. Ich setze das in Klammer, die 12, die 13, die 14, die 15, die 16 und so weiter. Das heißt, immer die nächste Zahl wird hier ausgeschrieben, dran geschrieben. Ja. Du bist dabei? Ja. Jetzt pass auf, was jetzt hier passiert. Wir haben 0,0, dann sind die Zahlen von 1 bis 9. Dann kommen die 10. Jetzt interessant, jetzt kommt 11 bis 99 und dann kommt die 100. Das heißt jetzt, wenn wir das jetzt aneinander schreiben, kommt 100. Dann kommen die Zahlen von 111 bis 999, dann kommen die 1000. Dann kommt 111 bis 999, dann kommen die 10.000. Das heißt, du hast immer eine Lücke in diesen, wenn wir die Dezimalstelle ändern, eine 0, dann kommt 1000. Dann kommen diese Zahlen, dann kommt 1, 0, 0, 0 mit 3, dann kommen diese Zahlen mit 4, mit 5. Wenn wir jetzt ins Unendliche gehen, kommt irgendwann einmal hier eine 1. Ich sage jetzt einfach mal mit 50.000 Nullen, dann kommen 50.000 Nullen und dann kommen die entsprechenden Zahlen. Ja. Durchgezählt. Ja. Und jetzt, wenn wir das spiegeln, weil das ja immer 1 Quadrat, 1 Quadrat, 1 Quadrat, das ist praktisch hier, das erste Quadrat ist nichts. Dann haben wir 1 Quadrat, dann haben wir 2 mal 1 Quadrat, 3 mal 1 Quadrat, 4 mal 1 Quadrat, wenn das immer 5 mal 1 Quadrat, so muss man das zählen. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, dass Quadrat plus Minus ist, schau, was jetzt passiert. Ja. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ist immer null. Da sind wir. Wir sind das Komma. Übrigens, da können wir jetzt die Höhe noch mit einsetzen, dann wirst du feststellen, du kommst aus dem System nicht raus. HBH, die Erhebung im Gelände. La, ND. La, auseinandergeschmissen, existierende Öffnung und ND heißt auf- und abschwingen. Ja. HGL, die Welle. Ein Hügel ist die Welle. Bist dabei? Ja. Das ist die Welle. Das ist La ND. Das ist aufgetürmte Wasser. Die geöffnete Schöpfung besteht aus 2 mm. Memim ist Wasser. Schwanken, sich bewegen, hin und her bewegen, auf- und abschwingen. Ein anderer A, Vorsilbe imperfekt, ich werde ND, ich werde auf- und abschwingen. Das wahrgenommene Ende ist ein transversales Lichtgeschwindes auf und ab. Das ist Physik. Ja. Das macht die Physik aus.
Wo war ich denn stehen geblieben? Ach, das Komma wollte ich. Jetzt. Ich war immer vergesslicher, wenn ich so viel gleichzeitig mache. Schau dir das einmal an. 2 mm, genau. Das ist jetzt interessant, wenn zwei zusammengeschöpfte mm, zwei Gestaltwertungen werden zur Schöpfung. Darum hat dieses Aleph diese eigenartige Spiegelung in seinem Zeichen. Ja, genau. Die Hübenspiegel drüben. Ja. Das ist das Bild dabei. Und da kann man natürlich vielfältig lesen, weil ich sage immer wieder, dieses kleine Aleph steht ja für 10, 10 und 6, ist 26. Ja. Das ist eine 10 und eine kleine gespiegelte 10, wenn wir das Ding größer machen. Ja. Und die 6 dazwischen, die Verbindung, das wäre jetzt die Nulllinie. Stellen wir übrigens auf 45 Grad. 45 Grad ist Adam. Ja. Der Adam ist der kleine Gott und der Intellekt gespiegelt. Ja. Wenn wir das jetzt zusammenzählen, haben wir die 26. Du kannst aber noch einen Schritt weiter gehen. Das ist nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel das Wort, aber das wird jetzt zu weit führen, wenn ich darauf hingehe, wenn wir JHWH schreiben, das ist ja die 26, dann wirst du jetzt feststellen, im Pyramidenwert, da wird jetzt das alles erklärt, dass das da ist, dann haben wir jetzt doch 4 Zeichen, siehst du das? Mhm. Ja. Die 4 Zeichen, der Wert ist 26. Ja, mhm. Das ist jetzt einmal das Tiefste. Zu den 26 zählen wir die 4 Zeichen dazu. 1, 2, 3, 4, dann kriegen wir 30. Das Licht. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe höher. Du weißt doch immer, die Buchstaben, ein Wort. Dann kriegen wir 31. 31 ist Gott, ist nichts. Ja. Ich gehe jetzt nur weiter. Nichts ist Gott. Das ist der Punkt, aus dem alles entspringt. Das ist Allah. Ja. Da haben wir dann den Pyramidenwert 32, das ist Leb. Das ist das Herz. Die 32, rot gelesen, das Herz, das Innerste. Die absolute Mitte. Jetzt weißt du, wieso das die 32, wieso hier das Aleph, dieses Nichts, die 31 im Pyramidenwert, die 32. 32. Es ist ein rein streng arithmetisches System, das hat mit Darwinismus, all den ganzen Affendenken, hat es überhaupt nichts mehr zu tun. Nee. So, jetzt kann man es, glaube ich, genug sein lassen für heute. Jetzt muss ich da mal schauen, dass ich wieder, ob ich wieder heimfinde. So, ich hoffe, ich konnte dich noch ein bisschen inspirieren dazu. Ja. Also nicht den Folger, weil das ist ja nur ein Gedanke von dir. Ich kann nur den Geist inspirieren. Aber du kannst jetzt eventuell darauf hoffen, dass der liebe Gott den Folger, den du dir ausdenkst, in dir als Geistesfunk vielleicht das jetzt etwas erweitert, was er geschrieben hat. Und dann kriegst du die neue Schrift, wenn dich das interessiert. Und wenn dich das überhaupt nicht interessiert, ist das gar nicht schlimm. Dann musst du dir aber eingestehen, dass du noch ein sehr unreifer Geist bist, andere Sachen zu lernen hast. Zum Beispiel vor nichts Angst zu haben und keine Angst zu haben, angeblich irgendetwas zu verlieren. Es ist so ein einfacher Satz, wenn du dir jetzt was ausdenkst und du sagst, das besitze ich. Um was zu besitzen, musst du dir was ausdenken. Aber es ist nur eine Facette von dir, was du in Wirklichkeit bist. Du stellst es vor dich hin, ohne dass das da außen ist. Das sind immer die zwei Seiten. Egal, was du denkst, es ist deine Information. Egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist deine Information. Und dann irgendwann wirst du sagen, wie das da oben über meinem Kopf steht. B, Roshit, inmitten dieses Kopfes wird von mir Himmel und Erde erschaffen, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Und hüte dich, diese Erkenntnis in Bezug zu setzen auf den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Dann bläht sich nämlich deine Hybris auf. Ja. Du wirst dich mehr zurückziehen, dir mit deinen Lächeln, deinen Da-Denken, wenn irgendwelche Deppen in dir auftauchen, die meinen, die wissen, wie die Welt funktioniert, die Welt retten wollen. Friday for Future. Ich sage schon, die Falle, zu glauben, dass in der Zukunft was passieren könnte. Dann hast du nicht verstanden, was das ewige Jetzt ist. Was ich mir wünsche für dich, Gott wünscht sich was. Wieso wünscht sich Gott was, wenn er doch allmächtig ist? Das ist das Problem der Freiheit, die ich dir gegeben habe. Ich sage zu dir, lang nicht auf die heiße Herdplatte, du wirst dir bitter, bitter böse weh tun. Sei nicht rechthaberisch, du wirst dir bitter, bitter böse weh tun. Hör auf damit, vor irgendeinen Gedanken, den du selber denkst in deinem Traum, den du dir natürlich nicht raussuchen kannst, das ist ja der Test, vor diesen Gedanken Angst zu haben, du wirst dir bitter, bitter böse weh tun.
Ich weise dich darauf hin, das ist keine Drohung, ich betone es immer wieder, es ist einfach nur eine Hilfestellung. Aber ich habe dir die Freiheit gegeben, du musst nicht auf meine Worte hören. Ich zwinge dich nicht, dass du aufhörst, dich zu einem Gedanken von dir selbst zu machen und dich mit dem verwechseln. Ich sage zu dir, mach dir kein Bild von dir selbst. Du selbst als Ding an sich, Dinge, das Gesetz des Geistes, bist etwas, was nicht existieren kann. Du kannst in dir selbst als eine Facette in Erscheinung treten, als ein Tier. Das passiert jetzt, wenn du an dich denkst, aber du wirst niemals sagen, das bin ich. Du darfst aber auch nicht sagen, das bin ich nicht. Das fasse ich zusammen in diesen Satz. Der, der immer ist, ist all seine Gedankenwillen. Er wird aber nie sagen, die Welle bin ich und die andere Welle bin ich nicht. Er ist alle Wellen und keine davon, weil die Wellen nämlich kommen und gehen und kommen und gehen und er immer ist. Es ist das mit der Gnade, wo ich sage, was ist das? Eine Tasse, ein Pferdchen, ein Teller? Nein, es ist 200 Gramm rote Gnade. So, jetzt schau den Computer an, was ist das? Deine Information. Schau über den Computer, schau aus dem Fenster raus, schau zur Tür hin. Wo war die Tür? Wo war das Fenster? Jetzt, 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 jetzt. Das ist so simpel, da brauchst du keinen Intellekt. Das ist das, was du jetzt so installiert haben musst. Nicht, dass dir das logisch erscheint, dass du es begriffen hast. Ich sage mal wieder, solange du sagst, das habe ich begriffen, greifen heißt nach etwas greifen, ist noch im Reifen sein. Reifen ist auch ein Vorgang der Entwicklung. Ja. Entwickeln heißt aber wieder das Gegenteil. Hinstellen die vier Phasen der Entwicklung. Und es passiert. Also darum sage ich immer wieder, ich mache dir nicht Angst, du machst dir Angst. Du machst dir mit T, Angst. Oh, jetzt habe ich vergessen, ich wollte doch. Das ist so viel, es ist, wenn ich sage, ich habe einen Satz im Kopf, das war mit dem Komma. Du bist ins Koma gefallen. Das ist übrigens ganz interessant, wir lesen ja immer von rechts nach links. Dann hast du nämlich Am ist die Mutter. Das ist ja die Welt. Ja. Und kannst du mal selber rumspielen, welche Möglichkeiten du hast, wenn man diese 0,0, das ist das Komma, du bist ins Komma gefallen und du schaust dann nur diese Spiegelungen, wo du hast die eine Seite an. Jetzt könnte ich dir 5 Stunden Selbstgespräch machen, dass man nur das Wort Komma oder das Wort Grotte mal genauer anschauen mit Holofeeling. Ja. Dann geht dir das Herz auf mit einem ganz einfachen System, wenn du das System kennst von Holofeeling, iteriert sich, wenn du nachschaust, eine Riesengeschichte und ich sage immer, du kommst aus dem Kontext dann nicht heraus, der sich aus diesem Wort entfaltet. Ja. Das ist das Wunder, die Wunderwelt von Holofeeling. Konnte ich etwas helfen? Konnte ich dich etwas inspirieren wieder? Göttlich perfekt, wie immer. Ja. Es ist einfach so, wie es ist. Ja. Jetzt vielleicht hast du Lust, dort diese Schrift noch mal ein bisschen zu erweitern mit den neuen Sachen. Ich schicke den kleinen, das kannst du ja selber machen, ich stelle dir das kleine Bild noch mit rein zur Inspiration. Ja, danke. Schau, jetzt ist die Sache, mit wem habe ich jetzt eigentlich gesprochen? Das ist, du musst immer präsent sein, was ist da? Ich bin der Einzige, der das jetzt erlebt, dieses Gespräch. Ich bin ein träumender Geist. Da außen ist kein Udo und da außen ist kein Volk und es war nicht irgendwann in der Vergangenheit. Es ist hier und jetzt dieses Video und die Grundlage dieses Videos ist eine Datei. Und diese Datei ist eine Facette aus eine Adresse, die wir YouTube nennen. Und dieses YouTube wiederum, youtube.com, ist wiederum eine Adresse von Milliarden von Adressen aus dem Internet. Dass ich immer sage, wenn du Bilder hast, ein Bild ist ein absolutes Nichts. Und es ist immer wieder das Nichts, das extrem Kleine und das extrem Große. Ja. Das ist der Zauberlicht dazwischen und diese zwei äußersten Ende, das ist die Mitte. Das ist übrigens diese zwei Reihen. Jetzt muss ich es doch nochmal schnell einstellen, weil das ganz wichtig ist. Diese zwei Reihen, das ist genau das gespiegelte Plus 1, Minus 1. Mhm. Und das, dieses Komma in der Mitte, das ist der absolute Mittelpunkt. Ja. Und darum ist unsere Primzahlen, da ist ja der Riesenstreit bei den Primzahlen, die man sich ausdenkt, ist jetzt 1, 2 gilt als die kleinste Primzahl. Viele sagen, 1 ist keine Primzahl.
die haben beide recht. Das ist, ist der Hengel rechts oder ist der Hengel links? Dieses Prinzip, sich bewusst zu machen, mit welcher Seite sympathisiere ich, die andere Seite ist genauso richtig. Dann hast du nämlich plus 1, minus 1. Das ist die Wurzel, die Urwurzel von allen. Ist plus 1, minus 1, ist definitiv 0. Ja. Plus 1, minus 1 ist 0. Wir schreiben aber plus 1, Wurzel 1 ist 1. Aber die Wurzel 1 ist ja, hat ja zwei Ergebnisse, nämlich plus 1 und minus 1. Ja. Die werden aber in dem speziellen Fall, minus mal minus ist plus, werden 1. Und diese 2, plus 1, minus 1, sind genau genommen dann 2. Nämlich das eine ist plus 1 und das andere ist minus 1. Ja. Und das ist dann die Primzahl. Darum ist, sagen viele, 2 ist die kleinste Primzahl. Kann man aber sehen, dass diese Erkenntnis im roten Bereich liegt. Selbst die 2 liegt noch im roten Bereich. Und die 3 liegt auch noch. Und jetzt sind wir bei Lhotse. Die 1 macht die 2, das ist Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Sohn. Hm. Und dann entspringt die 4, wobei mir jetzt eine rote und eine blaue 4 haben. In welche Richtung gehe ich? Aber das wird jetzt schon wieder viel zu kompliziert. Dieses Bild kannst du eventuell, wenn zur Inspiration noch benutzen. Jetzt lassen wir es aber wirklich gut sein und ich sage jetzt sofort Tschüss. Udo findet immer kein Ende. Weißt du, wieso ich kein Ende finde? Weil ich das Ende bin. Sub. Ein Sub. Ja. Das nicht existierende SUB, das Bewusstsein von OB. Das ist das Geheimnis der Kabbala. Es beginnt mit Ayin, immer mit A-I nun, Aleph, J nun. Das heißt nicht existierend. Ein Sub heißt das nicht existierende Ende. Ein Sub Or, die ersten 3, von denen habe ich gerade gesprochen. Das nicht existierende Ende ist ein Licht, aber nicht existierend. Ich nenne es einfach zuerst einmal für uns symbolisch die Lampe im Projektor, aus dem Licht, das alles entspringt, das viele, viele Filme projiziert, Schatten projiziert, je nachdem, welche Datei, welches blaue Ich, welches Leben du zurzeit dort lebst. Und dann kommt Keder. Und jetzt setzen die Kabbalisten Keter als 1. KDR heißt wie eine Reihe, wie eine Spiegelwahrnehmung. Und bei Holo Feeling in der Holo, in der Kabbala des JHWH, wir setzen das Keter als 0. Jetzt haben wir schon. KDR heißt ja auch umzingelt, wie eine Reihe. Und dann wird Kogma, die Weisheit war der erste. Das wird jetzt die rote 1S. 1 heißt ein nicht existierendes Bewusstsein, rot gelesen. Mhm. Dann kommt Bina, B, in mir. Ist eine existierende Wahrnehmung. Bina, das ist jetzt der Intellekt. Ich kann mir meinen Intellekt bewusst machen, den ich zum Denken benutze, und ich kann mir bewusst machen, das ist der Intellekt, ist jetzt die Zahlenebene, und ich kann mir bewusst machen, aus was, aus diesen jetzt Facette, diesen Intellekt, den ich zum Denken benutze, welche Bilder entspringen. Jetzt kriegst du das Ganze, im Anfang steht das Programm. Ja. Es ist keine Welt da außen, sondern die Welt braucht erst einmal ein Programm. Du brauchst einen Denker mit einem gewissen Wissen, um dir was ausdenken zu können. Und das ist die totale Entgöttlichung, die totale Entgeistigung, zu glauben, man hätte mit dem, was man sich ausdenkt, nichts zu tun. Und es, ein Gedanke wäre schon dann da, bevor du ihn denkst. Und er wäre auch da außen, wenn du ihn nicht denkst. Das ist Materialismus. Darum habe ich im letzten Selbstgespräch das nochmal ganz massiv wiederholt. Du bist übrigens der Einzige, der das hier erkennen muss. Figuren in deinem Traum werden sich massiv dagegen wehren, das für wahr anzusehen. Mhm. Nicht alle, ganz wenige Ausnahmen. Die sind aber meistens schon in einem gewissen Maß mit Holo-Feeling in Kontakt getreten. Genauer ist es wieder andersrum, Holo-Feeling mit ihnen. Weil der träumende Geist sich ja nicht raussuchen kann, was ich in ihnen auftauchen lasse. Eben. So, jetzt ist Schluss. Und tschüss. Und tschüss.